Dennis, herzlich willkommen in Paderborn. Du bist ein Spieler, der charakterisiert wird als sehr schneller Spieler. Ist das vor allem die Qualität, die du hier einbringen willst, oder hast du noch weitere Stärken, die du in Paderborn zeigen willst? Vielen Dank zuerst mal. Also natürlich spielt mich die Schnelligkeit in die Füße, aber ich möchte natürlich den Klassenerhalt hier schaffen mit der Mannschaft, mich schnell einprägen und hoffentlich viel Tempo zeigen. Der SCP 07 ist ja allgemein eine Mannschaft, der für schnellen Angriffsfußball auch bekannt ist. Hat das eine Rolle gespielt bei deiner Entscheidung, eben nach Paderborn zu kommen? Auf jeden Fall. Also ich habe die Spiele verfolgt und habe gesehen, wie die einen schnellen Aufbau oder kontermäßig spielen, und habe mich eigentlich auch drin in der Mannschaft gesehen. Du wirst jetzt die nächsten anderthalb Jahre hier sein, bist für die Zeit ausgeliehen von Hertha BSC Berlin. Wie willst du die Zeit nutzen für deine persönliche Entwicklung? Also auf jeden Fall möchte ich meine Erfahrungen sammeln, wie ich zum Beispiel umgehen kann und wie ich noch auf dem Platz sein kann, ob freier oder noch geschlossener, aber geschlossener denke ich eher nicht, und deshalb freue ich mich jetzt mit Paderborn den Klassenerhalt zu schaffen. Jetzt hast du auch schon viele Erfahrungen gesammelt, hast schon viele Nationalmannschaftseinsätze in der Jugend gehabt, auch schon Bundesligaspiele gemacht. Sind das auch Erfahrungen, die dich halt schon weitergebracht haben in deiner Karriere? Auf jeden Fall. Also bei der U17-WM in Indien, als ich dabei war, habe ich auch zum Beispiel, wenn man gegen größere Länder spielt oder andere Länder, merkt man natürlich, dass man die Nervosität beiseite packen muss, und hat man auch bei den ersten Bundesliga-Einsätzen bei Hertha halt auch gemerkt, dass man da, als man eingewechselt wurde, eigentlich nur an Fußball gedacht hat und an nichts anderes. Dann wünsche ich dir bei deiner Zeit hier viel Erfolg und Dankeschön. Vielen Dank.